Okay, ich zähl runter. Drei. Hallo und herzlich willkommen zu Alitastisch mit Kio. Panda Power. Und mir der Gibi. Und ich habe gedacht, ich brauche einen privaten Heiler. Jeder Super Imba Tank braucht seinen privaten Heiler. Sein Knecht. Super sein Bückstück. Und dann habe ich mir so einen hässlichen Panda ausgesucht. Den gab es im Sonderangebot. Ich bin nicht hässlich. Guck mal, jetzt geh ich schmollen. So. Du meinst das. Fettigen schmollen. Fettigen schmollen. Ja. Ja. Und wir wollen heute eine Instanz machen. Das heißt, ich möchte, der Kio, der will nicht, der muss einfach. Genau, ich werde gezwungen. Und mal kurz gucken, wo kommen wir jetzt eigentlich rein? Entweder. Okay, wir müssen gezielt anmelden, weil random geht nicht. Nee, wir müssen zu Farak, geht bei mir nur. Ich kann aber kein Häkchen reinsetzen. Ah, ich bin Gruppenlead. Ja, dann mach du. Also zu Farak, okay. Ja, geht ja nichts anderes, auch wenn ich sie hasse. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich heile hier zum ersten Mal. Du wirst ich war in der letzten Folge schon zu Farak, das wird nichts Neues. Ja, dann musst du schneller leveln. Ja, ich gebe mir ja Mühe. Mhm. Hier ist überhaupt gar keine Musik in der tiefen Bahn. Hier vorne ist die Kampfgilde von der Allianz. Da, wo das rote Lämpchen leuchtet. Boah, das Lämpchen, rotes Lämpchen. Da kommt man, oh, da kommt man sogar so rein. Haben die das nicht geschlossen jetzt? Die müsste jetzt ab Level 100 sein. Bist du Heiler? Ja klar, bin ich Heiler. Ja, dann darfst du mich heilen, ne? Bubble! Boah, ich liebe diese Bubble. Alter! Jetzt ja, okay, schon? Das ist ein etwas größerer CD, aber ich wollte einfach nochmal Bubble. Kio, magst du dich mal vorstellen? Inwiefern? Ja, ich bin ein Mann. Und jetzt ja, bin ich ein Panda. Echt? Warte, du hast dich zu schnell rennen. Was? Du musst dich ein bisschen beeilen. Was ist die Beine? Ich bin das erste Mal Panda-Heiler. Was soll ich denn machen? Boah, war der ja, cool. Nur so eine Situation trainiert, ne? Ja, was willst du denn wissen? Ich will gar nichts wissen. Ich kenne dich. Aber du kannst ja mal sagen, was du normalerweise spielst. Warum bist du ja. hier? Was warum ich... Ja, normalerweise spiele ich ja einen Imba-Hunter, beziehungsweise... Oh, einer ist abgehauen. Egal. Ich hab wahrscheinlich nicht geheilt. ich spiele einen Imba-Hunter, obwohl, ja, jetzt sind wir ja nicht mehr so Imba, wir sind ja kastriert worden. Ja, stimmt, der neue Patch 6.0.2 kam raus. Deswegen sieht mein Krieger auch ganz anders aus. Oder lebt er noch was? Egal, stirbt. Mein Krieger sieht jetzt ganz anders aus irgendwie und wenn er läuft, dann zieht er eine Schnute. Eine Schnute? Weißt du, da sagst du, stell dich vor und jetzt unterbrichst du mich schon wieder. Oh, Verzeihung der Herr, dann. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Du spielst normalerweise voll den fetten Imba-Hunter, der aber voll jetzt kastriert worden ist. Fetten Imba-Hunter, der kastriert ist, genau. Und ich wurde gezwungen, mit Panda zu spielen, wegen dir. Ach so. Ja, klar, du hast gezwungen, mich gezwungen. Ja? Also, du hast mich auf jeden Fall gezwungen. Warte mal, was mache ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Yeah! Naja, irgendwie ist das langweilig. Passiert nichts, meinst du? Ja, also keine Ahnung. Und wie mache ich denn die Debuff eigentlich bei dir weg? Die Spell? Boah, ich habe ein Dispel gefunden. Ja, dann heil mal, ne? Ja, ich heile ja schon. Ich heile den ganzen Tag, aber du frisst so viel. Also. Bubble! Ja, toll. Und jetzt ist natürlich mal wieder keiner am Leben, ne? Ja, man muss sagen, der Kio, der ist voll skillig in Jump-and-Run-Games. Bam, Junge! Jetzt du! Das wird nicht klappen. Doch, du schaffst das. Sieht doch gut aus, vielleicht ein Stückchen nach links. Irgendwie bin ich nicht gerade. So? Nein. Das so sieht gut aus, versuch mal.
Nein, nicht bewegen, du stellst gerade perfekt. Oh oh. Oh oh. Ah, ich bin tot. Musst du das immer erwähnen? Das werde ich immer erwähnen. Weil er kann richtig skillig die Leinen und so treffen. Geschafft. Und jetzt du. Nein! Oh, das ist so... Oh, fuck. So oh, fuck. Spring doch einfach hoch und versuch irgendwie hier hoch zu springen. Nee. Du gehst erstmal weiter. Du gehst erstmal weiter. Los, du schaffst das. Komm, jetzt sei keine Pussy. Los geht's. Oh, was ist denn los bei dir? Hast du eine Hornhautverkrümmung? Ey, jetzt muss ich so, dann lache ich, fall ich schon fast runter. Ich hab dir gesagt, das funktioniert nicht. Ja, ich weiß, aber ich dachte, du verarschst mich, weil du tust ja sonst immer so, als hättest du alles drauf. Ich hab ja auch alles drauf, also bitte. Außer Monk jetzt natürlich, aber... Boah! Ey, wann krieg ich denn die Statue eigentlich? Mit irgendwas über 60. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt einen neuen 70? Patch hier tanke. Ja? Ja, wir könnten jetzt sogar Strat anmelden. Kann man nicht neu dazu inviten oder kannst du das? Nee, ich hab, wenn einer rausgeht, fragt er mich, ob ich einen suchen will. Ich hab einen gesucht und wir haben Hexer bekommen. Der kann direkt mal rumgammeln, weil wir haben ja hier nur Minis. Oh, falscher Wowi. Lass mich bitte nicht sterben. Ich lass dich nicht sterben, aber hier sind so viele Wowis und ich klick einfach einen von denen an und denk mir so, das ist Givi und dann ist es ja gar nicht. Boah, weißt du eigentlich, wo man das ausschalten kann, dass der Charakter immer sagt, das geht jetzt noch nicht, ist außer Reichweite, bla? Ich hab's gerade nicht gefunden. Ja. Ja, ausschalten weiß ich nicht. Ich hab dafür ein Add-on, das nennt sich Error-Filter. Ich hatte das ständig mit dem Hunter. Wenn ich irgendwas gemacht habe, sagt er mir ganz ehrlich, die könnte das nicht tun und so weiter. Und da habe ich mir dieses Add-on geholt. Okay. Aber das ist nur so ein Mini-Addon. Aber wo man das genau ausstellen kann, keine Ahnung. Ich habe dann sogar mal noch ein Ticket geschrieben, weil ich fand das immer super. Ich wollte aufmachen und dann kam, das könnt ihr noch nicht tun. Ja, super. Da musste ich da vom Teil der Verbinde zurückrennen über Jadewald, um da hier nach OG zu kommen. Das war ein bisschen mies. Der Game konnte mir auch nicht helfen und hat mir halt dieses Error-Filter dann empfohlen. Wie mir der Warlock Soulstone gibt, weil er wahrscheinlich denkt, ah, der Mock, der lässt ihn bestimmt verrecken. Oh. Okay, den halte ich schon mal nicht, schon weil er Warlock ist. Ey, ist da nicht noch irgendwo ein Miniboss? Ey, du hast gepult. Ja, ich weiß, gepult. Der kommt aber hinterher. Ich kann ja jetzt die ganze Zeit immer hier Wurfwaffe werfen. Hat nur noch 5 Sekunden Cooldown, das Ding. Boah. Da könnte ich sogar noch eine Glyph reinpacken, dann silence das auch noch. Super praktisch. Fuck, ist das Imba. Na, okay. Irgendwie ist Dudu halt der cool, hotten und weiterrennen, aber beim Mond muss man immer stehen bleiben und diese Nebel da casten. Ist ja voll doof. Ist tatsächlich auf Dauer ein bisschen langweilig. Ich habe ja auch einen Monk. Oh, Belohnung? Hä? Es gibt jetzt vor. Ach, guck mal rechts, da wird das angezeigt. Es gibt für die einzelnen Bosse alles Belohnung jetzt. Ist ja cool. Erhalten 69 Silber und 50 Kupfer. Ja, toll. Und ich habe. Boah, ich habe Erfahrung halt noch. Möchte Erfahrung halt nicht. Ey, das ist ja mal cool. Ich habe die Quest schon gemacht, aber anscheinend kriegen wir automatisch dann diese Bonusziele und auch Erfahrung. Und das wahrscheinlich jedes Mal, wenn man hier reingeht. Ja. Anscheinend auch bei jeder anderen Ini dann. Dann also, ist es aber nicht so frustrierend, wenn man mal doppelt in Instanz kommt. Ja, genau. Das fände ich dann auch super. Hm, cool. Siehst du mal, was wir alles auf der Allianz-Seite hier entdecken? Ja, genau. Das ist nur für Alice bestimmt. Nein, weil, aber ne? Ich hätte jetzt auf Horde keinen Charakter neu auf einen von 1 ab hochgelevelt. Hier sind Mobs. Warte, ich mach Damage. Wow. Ja, ich hab's. Guck mal, wie instant die umgefallen sind. Und sag nicht, das war der Krieger. Ich weiß, das war der Krieger, aber lass mir diesen Sieg einfach. Ich lass ihn dir, keine Sorge. Dankeschön. Ein kleines Erfolgserlebnis für dich. Boah, knisternde Jadeblitz habe ich jetzt bekommen. Also kannst du jetzt auch ein bisschen Damage machen, ja? Ich mach doch
können. Ich bin hier zum Heilen, ja, bitte. Ich sag doch Main Hunter, ich kann nur eine Sache. Das heißt aber jetzt, guck mal, Godzilla muss man jetzt tatsächlich machen. Ja, das ist zugehört. Das ist doch eigentlich sogar ganz praktisch, wenn die Leute das mal. Ich denke mal nicht, dass die anderen Leute das hier auch wissen, aber normalerweise ist das doch in der Indie so. Also es ist sehr oft mit mir passiert, dass. Wer pullt denn da? Ich? Oder was machst du? Nee, da war eben ein anderer. Wenn du dieses Event da gemacht hast, dann sind die Leute hoch zum Endboss gerannt, haben den Endboss gekillt und wenn es random war, sind dann alle gelieft. Und dann, wenn du diese Quest brauchtest, dann war das ein bisschen doof so als Idee, so mit Gammelgier da solo da mal den Boss machen, weil du halt dieses Item noch brauchst. Dann musstest du halt nochmal rein, um die Quest halt abzuschließen, ne? Ja. Aber jetzt, wenn es dafür extra EP gibt, warum nicht, ne? Finde ich nämlich auch ziemlich cool. Das hatte ich nämlich das letzte Mal, dass ich ganz froh war, dass ich Tank war, weil ich denke, ansonsten hätten sie das alles ausgelassen. Ich finde das auch immer super als Tank. Wir müssen noch was machen. Und stimmt, ich habe jetzt hier auch den Wolf. Den Wolf. Den Wolf. Nach wie vielen Stunden Progress? 6 Stunden Garrosh NHC. Wir waren 40 Schämst Minuten du dich dabei vor. Ein bisschen nicht, wenn du das sagst? Natürlich schäme ich mich davor, aber ich war die ganze Zeit bester DD, ja? Also komm. Das stimmt, aber wir haben keine Beweisaufnahmen dafür. Das heißt, nee, wir haben keine Beweisaufnahmen. Aber wir haben den Kill, den habe ich ja gelockt, ne? So gesehen. Echt? Natürlich habe ich den Kill gelockt. Ich hatte die ganze Zeit lockt. Das habe ich doch gesagt. Mich hat jemand angeschrieben und gefragt, wie ich denn 6 Stunden lang Garrosh, zu der Zeit nicht doch NRC, machen konnte, ohne da irgendwie zu leaven oder so. Da ich gesagt, ich wurde gezwungen. Kein Mensch kann ich, glaube ich, so sehr zwingen wie ich. Ja, das glaube ich langsam auch. Und was war, um 1 Uhr haben sie die Server runtergefahren, ne? Genau. Wir sind um 20 nach fertig gewesen. Richtig. Also 40 Minuten vor Prepatch so gesehen. Voll Glück gehabt, aber es haben super viele an dem Tag gemacht. Ja, ja, ich weiß. Gruppen waren gut da, aber fähige Spieler leider nicht. Und gesucht haben sie auch ewig. Ja komm, wir haben unsere Gruppe da auch mehrmals wieder neu gemacht. Also was hatten wir am Anfang? Ein Worry hatten wir, ein Midi-DK und wer ist dann noch gegangen? Noch irgendein, oder? Ein Shadow. Der ist ja dann gegangen und dann hatten wir einen neuen Shadow oder sowas war das. Ja, aber hätten wir die Leute, die nicht genug Schaden fahren, gleich ausgemistet, wären wir wahrscheinlich auch im Endeffekt nicht 6 Stunden da drin gewesen. Ja, das Problem war ja gewesen, der Melee-DK war ja erstmal Lead gewesen. Der war ja mit dem Worry-Tank da. Mhm. Und hat dann irgendwann mal erst am Ende eingesehen, dass er mit seinen, was hat er gemacht? 15 Millionen Boss-Damage bis Phase 3. Und was hat du musst der für mich DPS bitte jetzt gehabt? Ganz doll heilen. Kokon! Bubble, 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 Bubble. Vorsicht, ich charge weg. Mein Nebel hat dich immer im Blick. Guck mal, du bist wie an der Leine. Die machen gar nicht mehr wirklich Schaden, oder? Du bist wirklich etwas zu gebrauchen. Du wolltest also auf liebreizende Weise sagen, dass ich einfach nur Imber bin? Ja. Nee, da oben passiert nichts mehr. Das ist ja jetzt muss man die Goblin nicht mehr wegschicken? Nein, muss man nicht mehr. Du machst jetzt noch die tot, dann labern die so ein bisschen, dann kommen die nochmal und dann müssen wir die Hydra da töten. Wo kommt denn die Pata noch her? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich bin verwandelt. Hast du noch die Disper in der Leiste? Ja, ich komm, ich nehm Menschenfähigkeit. Ich hab dich jetzt gedispelt, also, ne? Ja, ein bisschen spät, ne? War doch schon 10 Sekunden drin. Oder hallo, so. Ich hab das Zauberbuch aufgemacht und hab erstmal ein Dispel gesucht. Bis ich dann gefunden habe, dass es kein Dispel gibt. Aus dem Zauberbuch spielen. Ach, guck mal, ey, ist es. Ach, stimmt, deswegen geht der Goblin nicht, oder was? Doch, kann man den jetzt noch wegschicken? Eigentlich sprengt er ja die Tür auf, aber es wäre für mich auch logisch, wenn er das nicht täte. Weil. Doch, muss man noch wegschicken. Aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal nach rechts. Nee, da ist doch noch, da ist noch. Was ist da noch? Nach rechts? Die Typen hier. Die musst du anquatschen. Ach so, den ja, hier. Stimmt, die sind ja auch noch da. Du verwirrst mich. Dazu habe ich das super gemacht. Na klar. Und habe nebenbei über meine Lieblings-Comic-Figuren gelabert.
Ja, klar. Ja, klar. Mann, frisst du viel Schaden. Ja, ich bin ja auch handlungsunfähig, heißt es hier. Ey, wär ich nicht so immer, wärst du schon tot. Du bist welches Level? 54 geworden. Oh mein Gott, ja, siehst du? Du bist ein bisschen high für die Innen hier drin. Kommst du oder willst du weiter hier heilen? Nein, ich wollte eigentlich weiter heilen und gucken mal, wie lange mein Nebel dauert. Vielleicht so Imba über mehrere Instanzen hindurch. Ich bin ein kleiner fetter Panda. Wo bist du? Hast du schon mal überlegt, als ihm Pandas... Oh Gott! Alles ziehen. Überlegt, als die Pandas reinkamen, deinen Hunter zu einem zu machen? Ja, das hatte ich ehrlich wirklich gesagt. Überlegt, was war da gewesen? Irgendwas war da an deinem Boni super. Ich hab's wieder vergessen. Wenn du ja, genau, Food genau. Doppelte Buff-Food. Also aus 300 Aki wurde er 600 oder so. Aber im Endeffekt, weiß nicht, ich hab mir dann mal einen Panda einfach so erstellt als Hunter und geguckt, wie so die Animationen dazu sind und so weiter. Und keine Ahnung, ich hab mich einfach nicht wohl gefühlt. Hast dich nicht wohl in deine Haut gefühlt? Nee, also, weißt du, der hat so einen kleinen Bogen und so einen kleinen Oberkörper, so einen fetten Bauch. Und das war irgendwie nicht cool. Ah, doch, da ruft jemand. Aber als Monk geht das, ja? Das ist ja Monk, das ist cool, die Animationen sind cool und wenn ich diesen Blitz wirke, dann flattert mein Umhang so cool. Bin verwandelt. 3, 2, okay, jetzt. Wollten wir den Boss nicht machen? Ja. Boah, ich baue so unheimlich viel Chi auf und weiß gar nicht, was ich denn noch machen soll. Ich muss sagen, mein Monk, als der gerade frisch 90 war, ich fand, der hat noch nicht so cool geheilt. Hat mir noch nicht so gefallen. Du hast einfach meine Erhabenheit nicht. Ja, nur noch der Endboss. Wir sind hier voll schnell durch. Ja, klar. Keiner stirbt. Wegen dem Heiler. Aber der Tank ist nicht mal Erster im Schaden. Das finde ich sehr schade. Stimmt, die zwei Warriors sind über dir. Und du bist ungefähr so gut wie der Hexe. Das war vorher ganz anders, da war ich mit Riesenabstand Erste und jetzt vorbei. Naja, vielleicht, weil du auch immer vorangegangen bist, gepult hast und dann direkt so den Initialschaden. Ich weiß nicht, also eben fand ich das eher, die Leute haben gepult und du bist hingegangen, hast dir die Akku geschnappt. Nein. Oder ist es genau andersrum, weil du dir eben erstmal die Akku schnappen musst? Betäubt! Heul nicht. Doch, ich heule immer. Ich mag das nicht. Ja. Ich heile dich, obwohl du keinen Schaden bekommst. Gucken wir mal, wo ich damage technisch jetzt lande. Also bei mir bist du am Kämpfen mit dem ersten Platz. Jetzt bist du der Erste. Jetzt bist du Erster. Und ja. 600 machst du, der andere macht. Oh, der andere macht jetzt 600. Ein bei harter mir bin Kampf. Ich Zweiter. Also. Ja, bist du auch. Oh, du hast das war so schön die Zeit. Schon. So, und jetzt haben wir Dungeon abgeschlossen. War es das jetzt? Also, ja, jetzt haben wir abgeschlossen. Also, wir kriegen jetzt nichts mehr irgendwie wie hier eine Botschaft. So, okay, Dungeon abgeschlossen, über ein Häkchen dran. Nee, Bonusziele sind alle abgehakt bei mir. Okay, dann können wir mal aus der Instanzgruppe raus. Das war ja langweilig. Das war auch recht schnell, wobei wir sind jetzt schon über die 15 Minuten heraus. Was ist denn das für eine 54? Ne, 44 bis 54. Naja, eigentlich müsste das. Ja. Okay, es war grün, zumindest bei mir. Weiß nicht. Die meisten Einheiten waren auch grün. Ah, Tatsache, also, hier ist echt nichts mehr. Oder? Kommt man hier nicht rein? Sag doch, die haben das geschlossen. Nee, doch, ist offen noch. Hallo! Ich würde mal gerne wissen, ob die Rewards schon drin sind. Oh ja, Level 100er. Was gibt es denn hier? Nice.
okay, das Mount ist das gleiche geblieben, es gibt einen 900er Ring. Was ich voll kacke, obwohl doch, nee, der ist gar nicht so kacke. Oh. 630. Was ist das? Erhöht eure Intelligenz. Ach, das sind wieder die Pots. So sehen die neuen Pot-Symbole aus. Finde ich jetzt nicht so drall, aber na, mal sehen. Ja. Okay, dann sind wir erstmal durch hier in der Folge. Oh. Hast doch gezeigt, was du drauf hast, Kio. Auf jeden Fall. Ja, dann bis morgen, würde ich sagen. Mann, diese Bobbel. Da erinnere ich mich immer wieder an das verkackte Achievement, wenn du das tust. Kann man sich jetzt mittlerweile setzen? Nein, kann man nicht. Mm-mm. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss.